kommentiert hat. Josh ist einfach alles egal mittlerweile. Ja, ich vollkommen Ignoranz einstellen gegenüber allem auf dieser Welt. So muss das. Der ist No Collision Zone, ich glaube. Hab also ja schon aufgedeckt. Nicht. Doch, doch, hier ist No Collision. Derselbe ist schon durch mich durchgefahren. Warum steht dann das nicht oben? Weiß ich nicht. Derselbe ist aber schon durch mich durchgefahren. Warum haben die Programmierer das nicht gemacht? Julia, warum hast du das nicht gemacht? Ich war das nicht. Ja, aber du bist schon fertiger. Ich bin noch nicht fertiger Informatiker. Ich bin Trainee. Der ist ja auch noch nicht fertig, der Junge. Ich muss gerade die Bachelorarbeit schreiben. Ja, du bist fertiger als ich. Ah, nee, er ist ja, fertig nee. Mit der Welt, der Junge. Ja, das stimmt. Das ist er aber schon immer. Ich hab die auch lieb, James. Ganz toll. Ja, aber warum gegen also Fakten nur, kannst ich, du nur, halt weil nicht mal sagen. Jemand die Wahrheit sagt. Ja, die deswegen Wahrheit. Hab ich dich so lieb, James. Aber das Geile ist, der sich mir immer noch bei WhatsApp deine Adresse schreiben. Ach so, ja. Warte, das kann ich kurz sagen. Stimmt, das wird dann schwierig für ein Wochenende, ja. Übrigenski, nee, wieso, Josh? Ihr beide, so, stimmt, euch beide wir holen wir vom Hauptbahnhof ab. Hab ich ja schon geschrieben, wann werden wir kommen? Nein. Wann kommt ihr? Ich aber, oder wann erscheint ihr denn? Ich will nicht wissen, wann ihr kommt. Ich will nur wissen, wann ihr erscheint. Ja, nee, warte mal im Zug, dass da kommen böse Erinnerungen wach. Das will ich nicht. Da kommen böse Erinnerungen wach. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Warte mal, meine Tickets. Ich habe euch ja schon für 500.000 Euro Bahntickets gekauft. Ach, hast du wieder einen mit Zugbindung, ja? Was habe ich? Hast du wieder eins mit Zugbindung gekauft, ja? Ich bin ich Premium-Typ und kann mir Normalpreis-Fahrkarten kaufen. Hast du aus dem letzten Mal nicht gelernt? So dekadent bin ich nicht und kaufe Normalpreis-Fahrkarten. James, wir also, können eigentlich gar nichts sagen, weil wir sind zweimal mit einem fucking RE nach Karlsruhe gefahren. Du, Jörn, ich fahre auch mit dem RE nach Mainz. Hat nicht geklappt. Wir fahren auch nach Mainz mit dem RE. Ja, aber ihr seid doch angekommen, Julian. Ja, aber nach 9 Stunden. Ja, reicht doch. Kann ich weiterfahren? Willkommen ist angekommen. Ich bin so, da. Nein. Wie sieht's denn aus? Also ich bin da, ich weiß nicht, auf wen wir warten. Also ich bin jetzt an der Einfahrt. Also noch warten wir auf jeden Fall auf Josh. Er müsste noch irgendwann. Ja, ich bin jetzt da, das ist ja gut, alles jetzt. Stell mich jetzt nur vor dich, weil hinter dir war die Leitplanke zu eng, Jay. Ja, ich weiß, dass hinter mir die Leitplanke war. Nom nom nom. Ja, ja. Oh, da kommt einer. Huhuhu. Huhuhu. Ich glaube, wir sind vollständig. Julian da? Ich bin eh vor euch. Oh, ja, stimmt. Oh, der feine Herr. Der Heine Fair. Ja. Freundliche Menschen. Ach, guck mal, da vorne ist ein grüner Punkt. Grün ist recycelbar, du kannst gerne. Aber immerhin sehe ich jetzt Julian und James Auflieger korrekt, weil ich jetzt den DLC nicht mehr gekauft habe. Das ist sehr schön. Ja, ich finde das auch sehr ästhetisch wertvoll. Und dass Julian bei mir keinen Motorblock vorne drin hat, das kann ich ignorieren. Ich sehe ihn so selten von vorne. Ja, du ich siehst ja, Junge! Du siehst, schon weißt du, den Motorblock siehst du ja, du siehst seinen Kühlergrill nicht. Also seine Kühler. Achso, ja, weißt du, ich bin halt schon Elektro-Schulte. Was bist du? Ich hab halt schon Elektro-LKW. Deswegen hast du keinen Motorblock. Mehr. Nee. Ich verstehe. Radnamen an. Oh, ganz viel Batterien. Noch so ein Name, glaube ich. Musste erstmal über die Wiese ausweichen. Ui! Das war jetzt aber nicht so. Ich hatte den Idiot sogar getroffen. Mittelmäßig. Mm, so, gefühlt. Den drei Deppen da hinten. Was? Hast du die gerade Deppen genannt? Ja, habe ich. Vollkommen. Du weißt, dass die am Wochenende deiner Wohnung beiwohnen. Ja, also Julian, falls du dir bis gerade gedacht hast, ich würde dir nochmal einen Kasten Bier hochschleppen, ne? Ich mach die Regeln hier. Ich mach die Regeln. Das ist meine Wohnung. Ich fahr mal kurz ein bisschen schneller. Und du musst ja keinen Kasten Bier hochschleppen. Du kannst ihn ja unten hinstellen, dann schleppt Tobi den. Ja, am Arsch die Räuber. Als ob ich den Kasten Bier schleppe. Oder ich halt. Ja, richtig. Arbeiten für Essen und Trinken. Aber weißt du, was noch besser ist? Derjenige, der mir auf den Sack geht, der wird in mein Kellerabteil gesperrt. Jetzt pass nur auf, dass wir das nicht umgekehrt machen. Nee, ich hab ja den Schlüssel, du Vogel. Ja, den finden wir auch. Das ist ja nur eine endliche Wohnung. Wir haben ein bisschen ja, Zeit. Dann grab mal in meiner Hosentasche. Viel Spaß damit. Da kriegst du aber eine Schelle. Ja, da freut er sich schon drauf. Ich merk das so. Da freut er sich aber richtig. Hauptsache, man hört nur das Lachen aus dem Hintergrund. Ne? Das Lachen aus dem Off.
Das war ironisch gemeint. Also ich sehe da vorne drei Stück. Aber ich glaube, in jedem ironischen Kommentar steckt ein Fünkchen Wahrheit, Julian. Nein, nein, Josh, ja, nein. Nee, dann ist alles gut. In dem nicht. In jedem Joke, nicht in jedem ironischen Kommentar. Der Schulter ist hinter mir. Ja, war das kein Witz? Hast du das gerade nicht lustig genannt, was wir von uns gegeben haben? Nein. Julian, du bist halt echt ein Mensch ohne Humor. Das finde ich nicht gut. Aber nicht gut. Also du fährst nächste Saison mal im anderen Team, ne? Ne. So sauber oder so. Ja, sauber ist ja SP-Team. Ich bleib bei meiner Aussage, die drei Deppen. Außerdem stand nicht Josh, sondern ich. Ja, ich bin mit 30 abgebogen. Ey, lass mich, Julian, halt mich da raus. Ich hatte damit nichts zu tun. Okay, die zwei Deppen. Gar kein Vorwurf, du. Ich bin da nur zwischen. Ja, pass auf, ne, irgendwann passiert das. Weißt du, ich hab ihn nicht umgebracht, ich hab nur das Messer gehalten und er ist reingelaufen. Kein Grund, jetzt rückwärts zu fahren, James. Nee, Frachtmarkt ist falsch, ich muss Ladung. Ich wollte die anderen bestrafen dafür, dass fuck, jetzt ist der Scheiß weg, weil wir jetzt. Natürlich, es freut mich natürlich zu sehen, dass ich jetzt andere Möglichkeiten habe. Es ist natürlich toll zu wissen, dass man. Also, ich fand die negativere Einstellung lustiger. Fuck. Die liegt mir irgendwie mehr. Irgendwie beschleunigt dieser LKW heute nicht so, wie ich. Warum fahrt ihr an der Firma vorbei? Wir fahren noch über Hannover und Magdeburg, haben wir gesagt. Ich fahr doch gar nicht an der Firma vorbei. Ich bin hier, ich stehe hier, guck. Ja, so alles scheiße. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Ich stehe hier, nur auf der falschen Seite. Aber ich stehe hier. Ja, wir fahren noch über Hannover, Josh. Aber vielleicht ist meine Fracht dann auch nicht. Patentivis. Patentante? Oder, ja, deine Patentante. Julians Patentante, so nenne ich moin. Die Folge. Ach, guck mal, ich komme doch wieder nach Reklame. Da, Reklame ist auch cool. In 14 Stunden kommen wir dahin, würde ich sagen. Ja. Ja, mal Magdeburg, willkommen. Wer hupt denn da? Kann ich hier nicht. Raus oder? Nee. Ist keiner hinter uns. Ist jemand hinter uns? Ja. Dann fahre ich aus dem Weg. Aber mit seinem fucking Auto. Ach so, ey. Ja, aber trotzdem, dann fahre ich halt aus dem Weg. Das ist kein Problem. Das ist eh am besten. Ja, Julia, mach mal. Komm, ich guck mir das jetzt mal an. Ja, fahr mal, Tobi. Was ja, macht ihr da Schönes? Ach, ist scheiß drauf. Da ist rot. FSME. Du, Tobi, das ist keine gute Idee. James, das ist eine richtig beschissene Idee. Nein, das war Tobis Idee, nicht meine. Das war keine wieder alle beisammen, ja? Idee. Oh. Ich stehe an der Einfahrt, komm nicht raus. Ach, der will hier rein. Das ist natürlich ungünstig jetzt, ne? Was macht ihr denn da vorne schon wieder? Julian schneidet. Nein. Ach, jetzt schon seine Videos, das ist aber vorausschauend, das finde ich jetzt nicht schlecht. Ja. Hat das später weniger Arbeit, oder? Ich finde das gut. Der Josh jetzt da? Ja, ich bin jetzt, ich habe mich gerade hinten an euch rangehangen. Jetzt steht nur noch der Schulte. Nee, der steht schon da. Ich bin der steht direkt vor mir. Der steht hinter mir. Okay, ja, dann können wir losfahren. Ja, das ist das exactly what we are waiting for. Schön, dass du es gemerkt hast, Julian. Ja, ich... Schlechte Augen. Du kannst da nicht alles mit entschuldigen. Doch. Nee. Ich habe nämlich nur vier gesehen. Den fünften, den habe ich jetzt nicht unterscheiden können, weil er so eng aneinander gestanden hat. Ah ja. Ich spüre schon wieder die Erotik im Raum. Wenn wir Julians Hose durchsuchen. Ich komme drauf zurück. Nein. Hast du Samstag schon was vor? ja, hab ich. Ja, ich will auch ja sagen, vor allem, das stimmt ja auch irgendwie. Ja, ich bin mit Josh und Luisa unterwegs. Das trifft mich jetzt hart. Ja. Kann ich verstehen. Ihr drei wollt ja. Wobei Tobi ist noch mit dabei. Die anderen beiden wollen ja eh nicht nach Hörde. Alter, die anderen beiden mögen Hörde ja eh nicht. Ich war noch nie in Hörde. Ich hab nichts gegen Hörde, ich will da nur nicht wohnen. Ich war noch niemals in Hörde. Oh Gott. Komm, Tobi. Mensch, LKW. Auch dafür keine tu was für dein Geld. Was willst du, was brauchst du Pferde, um nach Hörde zu kommen? Das reimt sich. Ein bisschen. Ja, wenn du Förde sagst. Nach Eckernförde. Wie hier? Warum gibt der LKW denn so wenig Gas heute? Das ist doch scheiße hier. Der Eckert?
Hast du irgendwie 300.000 Tonnen geladen? So irgendwie schwarze Löcher? Ja, warte mal, ich guck mal kurz. Nee, ist nur Basilikum, 21 Tonnen. Was, wie kannst du 21 Tonnen Basilikum? Warte mal. Den ganzen Auflieger voll. Versuch mir das mal vorzustellen. Den ganzen Auflieger voll. Aber so Pflanzen oder so getrockneten Gläsern. Getrockneten Gläsern kriegst du das wahrscheinlich. Nein, er hat ja frischen Basilikum, ungetrocknet. Ungetrocknet Basilikum. Ungetrocknet. Wahrscheinlich ist die Erde noch dabei und... So, ja, der Bauernhof ist auch noch dran. Wer packt? Julian, warum stehst du da? Ich, weil ihr wieder 3 Jahre braucht, bis ihr hier hinkommt. Ja, wir fahren 90. Die... Ja, wer fährt denn 90? Ich. Auf Autobahn. Ich fahr 130. Ich fahr jetzt gerade 110, weil ich aufholen will. 500 Folgen ETS und jetzt fahren wir auf einmal 90. Ey, das haben wir die 500 Folgen nicht gemacht. Schau mal, was Neues. Julian, sei froh, dass ich nicht Europa 1 vorgeschlagen habe. Ist ja, da wäre ich auch 90. nicht mit drauf gejoint. Da kannst du nämlich nur 90. Konvoi gemacht. Nee, da wäre ich dann auch nicht drauf gejoint. Da hätte ich meinen eigenen Konvoi gemacht. Mit den Leuten, die wenn wir jetzt schön nebeneinander fahren, ne? Dann können wir die Leute anpissen. Ja, aber ja, oder die fahren jetzt hinten drauf. Ja, aber dann sind die ja schon drauf und melden uns dann. Ja, wir angepisst und müssen dann irgendwo hin spawnen. Und dann ja, und wir machen Blocking. Win-win-Situation. Wir sollten so einen Slalom-Parcours machen. Einfach so ein bisschen versetzt zueinander und dann müssen die sich halt. Also, wir haben jetzt hier einen Safety-Car, ne? Also, so, wir können halt schon hintereinander fahren. Ich gerade Matthias vors Auto gezogen bin. Ah, ne, bin ich nicht. Nee, brauchst nicht du. Bisschen vors Auto gezogen. Nein. Liebe Grüße. Liebe Grüße. Herr Newstime hat ja eine E-Mail bekommen. Ja, habe ich auch gelesen. Das habe ich mich gestern schon im Stream drüber aufgeregt. Ja, der Solmecke hat die E-Mail von ihm ja auch zugespielt bekommen. Das ist wundervoll. Das ist grandios. Was stört denn hier? Wir fahren jetzt echt 90, gell? Ja, wir fahren 90. Ich merke das gerade. Ich glaube, ich pack mir mal gerade eben einen Kuchen. Boah, aber so ein LKW mit so geiler Küchenausrüstung. Ja, ich habe ja jetzt wieder eine Aber wie man sieht, das Unfallpotenzial ist trotzdem gegeben. Ja, weil die Schlangenlinie fahr aus Langeweile. Ja, das ist das eben das Thema. Hat mal jemand eine Tankstelle? Man muss auch mal entschleunigen können. Boah. Ja, ich muss mal eben ganz kurz einen Kollegen zu seiner Verlobung gratulieren. Moment. Ja, da hast du ja genug Zeit zu. Ja, bei 90 geht das ja. Man muss halt auch mal entschleunigen. Hör mal, Opa, du hast dein ganzes Leben zum Entschleunigen. Wo waren denn nochmal die Tröte bei WhatsApp? Oder soll ich direkt die Pistole nehmen? Nimm die Pistole. Dem Anlass angemessen. Da sagt ja der Richtige. Aber es. Ja, du bist auch verloren. Ja, ich wollte gerade sagen. Kann ja gar nichts dagegen sagen. Du Vogel. Hey. Ich notiere dem Schulte zum Geburtstag eine Waffe schenken. Was? Wir müssen hier abfahren, oder? Eine Waffel? Ja, wir müssen da abfahren. Eine Waffel? Zum Geburtstag gibt's eine Waffe. Geburtstag. Ich habe auch kein Waffeleisen. Oh, mit eurem Essen, ey, das ist echt schlimm. Ja, ist grandios. Essen ist echt schlimm. Finde ich auch. Er dreht sich schon Mikrofon weg, da haben wir eine Waffe. Es ist noch Torte zu Hause. Sag mal, Julian. Ich stelle mir, ich glaube, wir haben noch Torte. Sag mal, Julian. Ja. Wie machen wir das eigentlich am Samstag mit Essen? Ja, ich hatte ja überlegt, die Subway-Platten zu bestellen und bei Ikea die Hotdogs. Na gut, das läuft ja. Ja, fertig satt. Weil ich wollte gerade sagen, ich habe. Also es sind 32 Hotdogs. Wenn die eine Person alleine fressen kann, dann. Schafft Tobi, ist kein Problem. Schaffe ich auch, ist auch kein Problem. Wenn die eine Person alleine ist, dann heißt die Tobi. Ab sofort. 32 Hotdogs? Ja, nein, werde ich nicht tun. 32, Alter! Ja. Da ist eine Tankstelle. Ja, 4x8, Julian. Da fahre ich jetzt hin. Ja, James. Ungefähr genau in dieser Periode würden die auch vernichtet werden. 1. Also. Was? Ja. Das musst du jetzt aber erstmal beweisen, bitte. Nö. Ich bin kein Mathematiker, ich muss nichts beweisen. Hannover. Die Stadt, in die keiner will. Das ist richtig. Nur Christian Wohl.